Hallo Leute, ich habe im Rahmen eines Service bei Mercedes den Mi-Adapter geschenkt bekommen und möchte gemeinsam mit euch einmal schauen, was das Teil so kann. In der Verpackung findet ihr neben dem Mi-Adapter einen praktischen Kletthalter für die Klappe des OBD-Anschlusses und einen Quick-Start-Guide. Den Adapter werde ich hier in meinen W204 Coupé einbauen und dann zusammen mit meinem Mercedes Mi-Account, den ich bereits eingerichtet habe, und der Mi-App in Betrieb nehmen. Den OBD-Anschluss findet ihr im Fußraum der Fahrerseite hinter dieser Klappe. Den Kletthalter könnt ihr hier einfach auf der Klappe und auf der Verkleidung aufkleben, sodass da während der Fahrt nichts klappert. Das funktioniert bei mir jetzt auch schon einige Zeit im Alltag ganz gut. Der Mi-Adapter wird einfach eingesteckt und dann können wir auch schon in die Mi-App wechseln. Ich habe die App hier auf meinem iPhone installiert und starte mit euch gemeinsam mal den Einrichtungsvorgang. Handy und Adapter kommunizieren über Bluetooth. Ich musste leider einmal einen neuen Mi-Account einrichten, weil mit meinem alten der Einrichtungsprozess in der App nicht funktioniert hat. Außerdem muss ein Mercedes Autohaus den Mi-Adapter in eurem Mi-Account freigeben, sonst könnt ihr ihn nicht nutzen. Neben der sicherlich nützlichen Funktion des Adapters dient das alles auch dazu, euch enger an euer Mercedes Autohaus zu binden, das muss man fairerweise auch sagen. Die App führt euch dann ziemlich narrensicher durch den Einrichtungsprozess. Der dauert eine Weile, weswegen ich das hier mal abgekürzt habe. Wenn ihr den Adapter fertig eingerichtet habt, findet ihr in der App je nach Modell unterschiedlich viele Funktionen. Je älter euer Benz mit OBD-Anschluss ist, desto weniger Funktionen und Informationen werdet ihr über das Fahrzeug bekommen. Hier beim W204 Mopf ist der Funktionsumfang schon ganz gut. Die App trackt bei jedem Motorstart automatisch eure Routen und Tankstops und mit der Zeit kommen da ganz interessante Statistiken raus. Ihr könnt außerdem Mitnutzer einrichten, sodass auch der Beifahrer auf Funktionen zugreifen kann. Durchdacht finde ich, dass man die Verbindungsintensität über Bluetooth automatisch herabsetzen oder ausschalten kann, wenn ihr über Bluetooth telefoniert oder Musik hört, damit die Verbindungsqualität nicht leidet. Dadurch werden aber auch die Datenerfassung des Adapters etwas ungenauer. Gegen Aufpreis könnt ihr euch auch ein finanzamtkonformes Fahrtenbuch nachrüsten. Über die Telediagnose erhält euer hinterlegtes Mercedes Autohaus automatisch Fahrzeugdaten, wenn etwa die MKL angegangen ist und ihr einen Reparaturtermin machen wollt. Relativ neu ist auch die Unfallerkennung über die App. Das funktioniert ein bisschen wie beim iPhone 14. Entdecken die Sensoren im Handy einen Crash, kann euch das Autohaus anrufen und mit euch und der hinterlegten Versicherung nächste Schritte direkt am Unfallort absprechen. Natürlich seht ihr auch euren nächsten Serviceintervall und könnt mit eurem Autohaus über die App einen Termin ausmachen. Mit den Fahrzeugdaten kann das Autohaus auch gleich ein Angebot erstellen. Spannend ist der Bereich Cockpit. Da könnt ihr aus einigen Funktionen eine Art Dashboard mit Fahrzeuginformationen zusammenbasteln, also beispielsweise Drosselklappenstellung, Gaspedalstellung, Temperaturen von Motor und Betriebsflüssigkeiten, Saugrohrdruck oder die Batteriespannung. Das funktioniert in Echtzeit, solange der Motor läuft. Die Batteriespannung ist für den einen oder anderen vielleicht besonders interessant, die könnt ihr über diese Tastenkombination am Lenkrad aber auch ohne Adapter aufrufen. Dafür müsst ihr lediglich den Zündschlüssel in die Position 1 drehen. Abschließend mein Fazit zum Mi-Adapter. Regulär kostet das Teil 50 Euro bei Mercedes. Dafür würde ich ihn mir nicht kaufen. Häufig schenken euch die Autohäuser den Adapter auch im Rahmen eines Services, weil sie damit eine erhöhte Kundenbindung erreichen können. Die Funktionen sind bei jedem Modell und Baujahr etwas anders, aber hier im W204 Mopf kann man durchaus etwas damit anfangen, wenn man ein bisschen technikverrückt ist. Übrigens, als Diebstahlschutz taugt der Adapter nichts, weil die GPS-Informationen immer vom Handy kommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck vom Mi-Adapter vermitteln. Danke fürs Zusehen und bis bald.